Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing für dich. Wie sollte es auch sonst sein? Und zwar habe ich die Für dich Box, heißt das glaube ich, von Medpex. Das ist eine Online-Apotheke hier in meinen Händen. Hier ist sie. Die ist gerade angekommen und wenn du Bock drauf hast, die mit mir zusammen zu öffnen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Ich habe hier auch einen Kaffee stehen. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich war auf der Suche nach einem Ostergeschenk und dann habe ich irgendwie Osterbox eingegeben und dann wurde mir das in der Google-Suche vorgeschlagen und dann habe ich die für dich Box gesehen. Wenn es die noch gibt, dann verlinke ich dir die mal gerne unten in der Infobox und ja, kannst ja mal schauen, aber erstmal gucken wir, was so drin ist. So sieht das aus in dem ganz normalen Umkarton. Da hast du halt so noch Infoheftchen von der Apotheke mit drin. Ich denke, da ist auch meine Rechnung und sowas alle mit bei. Dann haben wir hier noch die Luftpolstertaschen. Dann konnte man sich aussuchen, welches Magazin man haben möchte und ob man ein Magazin haben möchte. Ja, ich habe mich dafür dieses Medpacks entschieden von der Apotheke selber. Das ist jetzt die Frühlingsausgabe und ich wollte mal gucken, aber da sind so keine Pröbchen drin oder so. Aber da stehen vielleicht interessante Sachen drin. Dann habe ich mir noch eine Probe aussuchen können. Da habe ich von Dermasense Chrono Retair Anti-Aging Augenpflege mitgenommen mit Koffein und Hyaluronsäure. Die wirkt abschwellend und straffend und vielleicht hilft sie mir gerade jetzt, weil ich habe jetzt auch keine Foundation oder sowas drauf, weil ich habe aktuell so einen kleinen Schub von Neurodermitis und oder Allergie, Sonnenallergie, ich weiß es nicht. Das ist hier am Hals ganz extrem bei mir und einmal wirklich komplett hier oben auf dem, also über meinem beweglichen Lid und hier unten unter meinem Auge. Ja, und vielleicht hilft ihr, das wäre echt schön. Ich benutze auch aktuell wirklich nur dann eben ein Gesichtsöl und dann eine Feuchtigkeitscreme und das war's. Ich benutze jetzt nicht irgendwie eine Augencreme oder so, weil da habe ich jetzt nichts Medizinisches da. Deswegen versuche ich da jetzt erstmal so durchzukommen. Genau. Und hier ist die Box. Und ich finde die schön, ne? Das ist eine schöne Farbe, eine schöne Größe. Da steht für dich drauf. Und das kannst du entweder als Geschenkbox nehmen, zum Beispiel jetzt zum Muttertag, mal so eine kleine Idee. Oder halt für einen selbst, ne? Genau, so. So sieht die Box auf. Wir machen sie mal auf. Da war auch, glaube ich, geschrieben, was da drin ist. Aber ich habe mir das nicht so intensiv durchgelesen, weil ich mag ja immer diesen Unboxing-Moment. Und ich habe es jetzt bei manchen schon gesehen, dass die sich auch so Apothekenboxen bestellt haben. Und die waren irgendwie immer cool. So, hier ist eine Karte, die du individuell gestalten konntest. Du könntest da jetzt theoretisch online auch was draufschreiben. Das habe ich aber gelassen. Denn so kann ich das wirklich als Karte weiterverwenden und handschriftlich was draufschreiben. Denn da bin ich Fan von. Und hier ist die Box und sie sieht aus wie eine ganz normale Beauty-Box. Sie riecht aber gut. Da kommt so ein Limonengrasduft raus, finde ich. So, dann machen wir mal das Seidenpapier auf. Und dann, ja, gucken wir mal, was da so drin ist. Da habe ich einmal eine Handcreme Pharma Verde. Das ist Orangenblüten-Handcreme. 50 Milliliter sind da drin. Und ich versuche auch mal, euch die Preise tatsächlich rauszusuchen und auch reinzuschreiben. Orangenblüte passt jetzt natürlich, ne? Orange ist jetzt nicht so ganz mein Duft. Die ist jetzt auch verschlossen. Du riechst auch nichts durch. Aber das ist eine schöne Sache, was man so verschenken kann. Das ist toll. Dann habe ich hier eine Cremeseife, Kakaobutter, richtig toll. Und ja, da sind 250 Milliliter in diesem Pumpspender drin. Die fand ich einfach hübsch. Also von der Verpackung her finde ich die schön. Ich finde die auch, ja, dass es Kakaobutter sein soll. Ich meine, wie geil riecht bitte Kakaobutter? Wir riechen mal dran. Richtig, richtig natürlich. Oh, richtig gut. Das gefällt mir. Oh, ja. Die ist sehr, sehr flüssig, wenn man das so sieht, ne? Ja, aber ich denke, das wird was werden. Das ist auch eine Apothekenhandcreme, das heißt, die wird auch sanft sein, wenn man dann irgendwie eine Wunde an der Hand hat oder wenn man sehr trockene oder gereizte Hände hat, wenn man zum Beispiel im Garten draußen war, dann wird das nicht so wehtun. Das wird gut. So, ich gucke mal, ob mein Kaffee schon trinkbar ist. Ja, dann hast du hier noch so Tempos drin von Medpex, also von der Apotheke selber. Ja, ist ganz nett, kann man wohl mal gebrauchen.
als nächstes habe ich von Kneipp eine Aromapflegedusche drin. Gute Laune mit Maracuja und Grapefruit. Das ist auch mal ein cooles Produkt, was man jetzt schön im Sommer verwenden kann. Ich bin eigentlich kein Fan von frischen Düften, aber ich denke, dass das so, wenn es richtig heiß ist, dann wird es mir auch gut tun. Mal gucken. Muss ich mich mal rantasten? Oh, das riecht aber gut. Oh, das riecht richtig schön. Oh ja, Maracuja und Grapefruit. Das riecht wie ein Cocktail, wie ein alkoholfreier Cocktail. Richtig gut. So, dann ist hier etwas drin. Ein Kopfwohl Roll-On. Klärend und lindernd von Primavera. Von Primavera hast du hier einige Sachen drin. Und das ist ein Roller. Den nimmst du und wenn du so Kopfschmerzen hast, den rollst du dir dann einfach hier so an den Schläfen entlang. Und genau, auf Nacken, Schläfen und Stirn auftragen. Und das soll dann helfen. Und du, ganz ehrlich, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Wow, der riecht aber gut. Der riecht... Wonach riechst du denn? Nach Pfefferminzbonbons fast schon, ne? Also ich trage ihn mir mal auf, denn ich habe aktuell so ein bisschen... Morgens immer habe ich immer Kopfschmerzen. Das ist ganz blöd, weil ich auch gerade Urlaub habe. Dann hat man das eigentlich nicht so gerne. Ich wollte es mir gerade auf die Nase geben, ne? Da soll es eigentlich nicht hin. Und in den Nacken. Hat auf jeden Fall ein schönes, kühlendes Gefühl. Das fühlt sich ganz angenehm an. Und sowas kannst du dann auch immer so in der Handtasche mit dabei haben. Und wenn du da mal zum Beispiel auf der Arbeit Kopfschmerzen bekommst oder unterwegs, dann kann man das eben verwenden, so ein bisschen vielleicht einmassieren und dann verschafft es die Linderung. Und darüber freue ich mich sehr. Das ist toll. Also bislang mein Highlight-Produkt, muss ich sagen, aus dieser Box. Das ist echt geil. Also wenn das wirklich hilft und man dann keine Kopfschmerzen mehr hat oder wenn das mal so leichte Kopfschmerzen ablindert, ein Traum. Weil ich muss nicht immer Tabletten nehmen, ne? Das ist auch immer irgendwie unpraktisch, weil sonst schmeiße ich mir eben eine Ibu ein oder so. Ja. So, dann habe ich von Taoasis oder Taoasis, weiß ich nicht, Naturduftmanufaktur, Schlafgut, der Schlummerduft. Aha, was soll das denn sein? Der Schlummerduft zum Einschlafen und Träumen für kleine und große Kinder. Ich bin ein großes Kind, würde ich mal so sagen, oder? Entspannende und harmonisierende Duftkomposition aus 100% naturrein ätherischen Ölen. Zur vollen Duftentfaltung an einen luftigen Ort, auf die Heizung, den Nachtschrank oder in die Nähe des Bettes legen. Guck mal, wenn ich das hier so fühle, das ist tatsächlich, da ist irgendwie ein Tuch oder sowas drin. Ach, guck mal, und das muss man dann irgendwo hinlegen. Und das riecht dann wohl nach Lavendel, Orange und ich denke Minze soll das sein, ne? Was hier vorne so abgebildet ist. Ja, muss ich mal ausprobieren, wenn das hilft einzuschlafen. Gestern konnte ich gar nicht einschlafen, aber probiere ich mal aus. Hier habe ich was drin von Kneipp, ein schäumendes Badesalz, abschalten, mit Frangipani und Moringa. Das kann ich ja selber nur als Fußbad, wenn überhaupt, verwenden. Und dafür wäre es dann irgendwie doch so ein bisschen zu schade. Entfliehen Sie dem Alltag und genießen Sie einen Kurzurlaub in Ihrem Badezimmer. Ein Bad mit dem kneippschäumenden Badesalz abschalten. Mit wertvollem Frangipani-Extrakt und natürlichem ätherischen Öl entführt sie in exotische Duftwelten. Pflegendes Moringaöl schützt Ihre Haut vor dem Austrocknen. Oh, das finde ich ja toll. Kann man das riechen? Ne, da riechst du nichts durch, ne? Das ist schade. Nee, würde ich gerne riechen. Aber das kann man auch gut verschenken. Ich weiß, dass mein Papa vielleicht ab und an mal in die Badewanne geht und der kann sowas gebrauchen. Oder meine Mama, die kann auch mal abschalten. Das finde ich auch mal ganz gut. Einfach mal chillen, bisschen runterkommen. Ja, cool. Aber ist auch ein süßes Design, ne? Mensch, und das hier oben scheint dann wirklich die Frangipani-Blume zu sein. Wenn ich das richtig deute, weiß ich jetzt aber nicht. Ist aber cool. Gefällt mir, ja. Ich mag das ja unheimlich gerne, solche Badesalze in so kleinen Tüten zu verschenken oder halt auch Gesichtsmasken. Und das kann man echt schön in so eine Klappkarte mit reinmachen oder ins Geschenk mit einbringen, ne? Das mag ich einfach gerne. So ein bisschen so einen kleinen Wohlfühlmoment schenken. So, dann hat man hier noch mit in der Box einen 5-Euro-Gutschein. Den ich euch jetzt aber nicht zeige, weil ich den vielleicht selber einlöse, weil der geht eine Weile. Und zwar bis zum 31.12.2020. Das finde ich auch schön. Das heißt, wenn die nächste für dich Box kommt, kann ich den direkt einlösen und habe die 5 Euro günstiger. Das ist auch cool. Ja.
So, und das letzte Produkt hier in der Box scheint ein Tee zu sein von Sidroga. Sidroga Fresh. Eine Kräuterteemischung, 20 aromageschützte Doppelkammerbeutel. Okay, da sind Teebeutel dann drin. Das sieht sehr schlicht vom Design aus, spricht mich persönlich jetzt nicht unbedingt an. Ich mag es eher, wenn alles ein bisschen bunter und poppiger ist, ne? Das ist aber einfach meine persönliche Empfindung. Das ist jetzt echt nichts Aufregendes, aber ich rieche mal. Der riecht nach nichts. Der ist gut verschlossen, Leute. Also das ist mit Pfefferminzblättern, Zitronengras, Rosmarinblättern, Olivenblättern, Mategrün, Basilikumblättern, Holunderblüten, Löwenzahnkraut und Löwenzahnwurzel. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, man riecht aber nichts. Ich mache ihn ein bisschen auf und trinke ihn heute Abend. Wow, ja, riecht gut. Wow. Also diese Mischung von Pfefferminze und Zitronengras riechst du direkt raus und es riecht richtig gut. Gefällt mir. Doch. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Mini-Unboxing der Für-Dich-Box. Ich finde es cool. Also es war jetzt meine erste Apothekenbox, die ich hier so, die bei mir einziehen durfte. Und einige Produkte werde ich schön weiter verschenken können, andere werde ich für mich selber verwenden und das war aber auch die Intention, als ich mir die Box geholt habe. Hat mir mega gut gefallen. Also ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich bin wirklich gespannt, denke aber, dass sie den Wert, also den Preis der Box übersteigen werden. Finde es richtig toll. Richtig, richtig cool. Ja, werde ich mir wieder bestellen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier mein neuesten Upload, Mensch, hier unten noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich extrem drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!